Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem Angespiel, ja, ein ungewöhnliches Angespiel, denn diesmal geht es um den PCSX2 1.40 und Emulator für PlayStation 2 Spiele für den PC. Ja, ich finde ja Emulatoren sehr gut, eigentlich so, wenn man viele Konsolen rumstehen hat und man macht halt viel am PC. Das ist natürlich eine, ja, ich sag mal so, für Nostalgiker, ich sammle ja Spielekonsolen. Ich habe ja eine Riesensammlung und von daher, ich möchte jetzt nicht jede Konsole anschließen. Ich habe nicht die Möglichkeiten und die Kabel. Der Kabelsalat, der geht mir wirklich auf den Geist. Es ist mir manchmal zu viel und deswegen bin ich froh, dass es einen Emulatoren gibt. Und hier ist dieser PlayStation 2 Emulator für den PC. Dieser ist für mich Neuland und ich habe es mal versucht und habe mal die Einstellung alles so hingekriegt, wie man sieht am ersten Video zum Beispiel hier Resident Evil Code Veronica, da läuft das ganz gut. Aber ein Problem ist natürlich manchmal, da stürzt die ganze Geschichte einfach nur ab, weil ein Spiel nicht geht. Da muss man natürlich mit den Einstellungen rumspielen, je nachdem welchen PC man hat. Emulatoren ist eine gute Geschichte und ja, wo man jetzt diese ROMs und ISOs herkriegt, ja, das müsst ihr selbst rausfinden. Das kann ich hier nicht sagen. Das wäre natürlich Quatsch. Aber eins sei gesagt, ich. Ja, ich hatte ja damals mit dem N64 den, ja, den Emulator, das habe ich auch gerne genutzt, da ich ja das N64 zu damaligen Zeiten auch keine Capture-Karten, nichts dergleichen hatte und alles das nicht so machen konnte, war das schon gut, dass es sowas gibt. Ja, das sind Beispiele, die funktionieren, die im Hintergrund hier laufen, ja. Ich bin noch nicht weit wie dem PS2-Emulator. Ja, bin nicht so der, der sich so auskennt. Was ich am Anfang gezeigt habe, die Einstellungen, das ist natürlich so eine Geschichte. Bei dieser Version, die ich da habe jetzt, scheint alle einiges voreingestellt zu sein. Scheint die, ich weiß nicht, ob es die neueste ist, ob es da auch noch eine 2.0 oder sowas gibt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall konnte ich manche Dinge nicht selbst einstellen. Das kommt auch nochmal zum Schluss dieses Videos. Und dann werdet ihr das nochmal sehen, was ich meine. Natürlich seht ihr meinen Cursor nicht. Das ist natürlich schade. Der Cursor war nicht eingeblendet. Sonst hätte ich das Ganze nochmal umrundet und euch genau gezeigt, was ich meine. Auf jeden Fall sind Einstellungen da. Da komme ich einfach nicht drauf. Kann nicht draufklicken. Und hier seht ihr ein Beispiel, was so nicht funktioniert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Lichter von, ja, das ist übrigens The Getaway. Auch ein schönes Spiel, ein Exklusivtitel für PS2. Und ja, gab es zwei Teile und dass das so funktionieren soll, ja, natürlich der Unfall sowieso nicht. Aber ja, auch nur zu Demonstrationszwecken. Zum Schluss habe ich natürlich auch noch ein Beispiel. Also zwei Beispiele, die ich jetzt bis jetzt hinbekommen habe, die funktionieren und zwei Beispiele, die nicht funktionieren. Das nächste ist Silent Hill. Shattered Memories. Und ja, das sieht man schon an den ganzen, wie sich das aufbaut, dass das nicht so sein sollte. Das ist natürlich ganz logisch, dass man das nicht so. Also, falls jemand irgendwelche Tipps hatte, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man gewisse Spiele richtig und ordentlich hinbekommt. Würde mich sehr interessieren, was ihr für Erfahrungen mit diesem Emulator gemacht habt. Oder kennt ihr eine neue Version? Ja, ich meine, gut, ich kann es auch googeln. Das ist natürlich kein Problem. Aber ja, jetzt seht ihr nochmal die Einstellung, was ich meine. Wenn ich jetzt hier mal von oben nach unten schaue, das ist dann Dinge, da kann ich einfach nicht drauf zugreifen. Ich kann die Einstellung nicht ändern, weil ich schätze mal, es ist voreingestellt. Und gerade das mit dem Reglern, mit den zwei Reglern hier, wo man da so die Balance so einstellen kann, was die Grafik oder was weiß ich angeht. Das hätte ich gerne selbst gemacht, was hier jetzt gerade ist. Okay, das ist ein bisschen hell, man erkennt es nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und das war meine ersten Gehversuche mit dem PCSX2 Emulator für Spiele, die ja die PlayStation 2 emulieren auf dem PC. Ja, und ja, ich bin für alles offen, Meinungen und alles dazu. Bitte gerne und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Check. Bis denn und ciao.